Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, LS19, wieder von der Wildbachtal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge, ich habe ganz vergessen, das Teil zusammenzuklappen, haben wir ein bisschen Heu geschwadet und werden das in dieser Folge auf jeden Fall aufnehmen, beziehungsweise dann aufsammeln und in unser Heu- und Strohlager packen. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Kommentare und auch für die ganzen Tipps und Tricks, beziehungsweise auch Mod-Vorschläge, die in die letzten Videos gepackt habt. Oben rechts am Kontostand, ich habe überlegt, ich werde jetzt erstmal kein Fahrzeug austauschen, bis wir ein bisschen an Geld gekommen sind. Und da warten wir jetzt einfach mal ein bisschen ab und stellen das Fahrzeug hier einfach mal beiseite, machen das einmal kurz sauber und dann werden wir uns gleich auf den Weg machen und das Heu dann einsammeln. Ja, auch am heutigen Tag geht es wieder weiter mit einer neuen Folge. Am Freitag habe ich es leider nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen, beziehungsweise da kam mir Hausflipper dazwischen. Nicht böse sein, auf jeden Fall geht es hier auch weiter. Am Dienstag immer in der Regel alle zwei Tage eine Folge im Wechsel mit der Hofbergmann. Das heißt, heute seht ihr Wildbachtal, am Montag seht ihr dann wieder... Nee, warte mal. Wie rum war das jetzt? Warte mal, heute mal für einen Tag. Ich bin ganz durcheinander, Leute. Warte mal. So, ihr seht am Sonntag, seht ihr, also heute ist Sonntag, ne, wo ihr die Folge seht. Oh Mann, bin ich durch. Seht ihr die Folge von der Wildbachtal und am Montag seht ihr Hofbergmann, Dienstag wieder Wildbachtal und so weiter und so fort. Und so löbt das Ganze. So, müssen wir mal kurz gucken, ob das Heulstrohlager ist frei. Genau, da können wir uns jetzt hier... den Ladewagen holen. Wo habe ich den denn hingefahren? Wo habe ich den denn abgestellt? Der geht schon wieder los. Der alte Mann hat schon wieder vergessen, wo er seine Sachen abgestellt hat. Wo habe ich den denn hingestellt? Ach, der steht da vorne. Wartet. Ich glaube, ich weiß, wo der steht. Den habe ich irgendwann mal beiseite gefahren. Oder irgendwo reingeparkt hier. Ich glaube, der stand hier vorne irgendwo um die Ecke. Auch nicht. Gucken wir noch. Ach, da steht er ja. Da ist er. So. Dann nehmen wir den einmal auf hier. Da hinten steht er. Und dann fahren wir mal ein bisschen Heu sammeln. Ich hoffe, das ist schon ausreichend Heu, weil manchmal erkennt man das nicht so wirklich. Manchmal muss es auch noch ein bisschen trocknen. Wir werden es gleich mal testen. Man kommt schon ganz durcheinander mit den Tagen hier, ne? Weil man, gerade durch Homeoffice, bin ich auch mal mehrere Tage zu Hause und, ja, da kommt man dann eher seltener raus, aufgrund der aktuellen Situation, aber ab der nächsten Woche bin ich wieder ein bisschen mehr unterwegs. Deswegen kommt man auch wieder so ein bisschen in den Alltag rein. So, wir fahren erstmal runter zu den jeweiligen Wiesen und werden mal gucken, ob wir das hier mal aufsammeln können, ob das denn schon wirklich auch das passende, ja, Heu ist oder ob es noch Gras ist. Ne? Ihr habt auch viele Sachen geschrieben hier zum Ablegen einer Schwart, wie man es richtig macht. Ich versuche da immer mein Bestes. Ich schalte mal kurz ein hier. Ah, es ist schon Heu. Seht ihr? Guck, es ist schon Heu. Das können wir einfahren. Sehr gut. Ist schon ausreichend getrocknet. Das ging recht fix, weil es die letzten Tage auch nicht geregnet hat. Ich muss mal kurz noch was einstellen hier und zwar die Geschwindigkeit hier auf 4. So. Das mache ich mit Fine Timescale. Da könnt ihr das einstellen, bekommt ihr Mod-Hub und könnt euch das Ganze dann da auch runterladen. Das ist echt ein schöner Ladewagen. Den habe ich auch verlinkt. Alle Mods findet ihr immer in der Videobeschreibung in der sogenannten Modliste. Da könnt ihr euch immer alles runterladen und könnt dann auch, ja, die Gerätschaften kaufen, die ich hier habe, die ihr euch individuell anpassen, wie ihr es halt immer gerne haben möchtet. So, da fahren wir dann mal rum. Wir versuchen das mal so einigermaßen vernünftig abzufahren. Ich habe es jetzt nicht wirklich schön hier abgelegt. Man sieht es vielleicht. Beim nächsten Mal bekommen wir das auf jeden Fall, denke ich mal, besser hin. Übung macht immer den Meister, so sehe ich das. Und ja, Seasons ist ja nicht, was man mal eben kurz spielt, sondern das ist sehr, sehr langwierig. Es dauert auch alles ein bisschen.
Wir müssen auch noch ein paar Felder wieder düngen. Wir müssen uns auch auf jeden Fall wieder in die Produktion begeben. Das müssen wir dann auch nochmal machen. Zurück hier. Jetzt müssen wir, glaube ich, rumkommen. Jo, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Kommen wir hier durch den Wald? Nein. Nochmal ein Stück zurück. Kommen wir jetzt rum? Ach, komm schon vor, wie bei... Ja, lol. So geht das auch nicht. Jetzt habe ich mich hier, glaube ich, festgefahren, wa? Oder? Lol. Lass mal kurz in die Außen... Ach, da war der Profi am Werk, wisst ihr? Der sogenannte. Habe ich mich ja mal richtig festgefahren hier. So, müssen wir mal anders fahren. Warte mal. Oh Mann. Einfach mal rückwärts rein hier. Kurz ein Stück übers Feld. Ach, Mensch. Was ist denn da schon wieder los? Fahrerskills kriegt ihr natürlich auch immer in meinen, in meinen Livestreams zu sehen und auch ab und an mal hier in den Videos. Manchmal mehr, manchmal weniger. Wir spielen auch mit der Reha-Mod und ihr seht schon, je voller das Ding wird, desto schwieriger wird es hier, den Berg aufzufahren. Ich drücke das Pedal wirklich ganz durch und das ist gar nicht so einfach. Deswegen werden wir, glaube ich, eher von oben nach unten fahren. Oh Mann, das wird auf jeden Fall eine lange Fahrt. Oha. So, gucken wir mal, ob wir da drehen können. Und sobald es bergab geht, sieht das Ganze dann schon wieder ein bisschen besser aus, ne? So, fahren wir da oben mal rein. Wir drehen mal ein Stück zurück. Machen hier wieder den... Mach das Ganze wieder runter hier, sodass wir das Ganze auch wieder aufsammeln können. So, dann geht's weiter mit der nächsten Bahn. Die werden wir, glaube ich, erstmal als erstes abfahren. Ich bin auch mal gespannt, wie viel Heu wir rausbekommen. Wir haben jetzt schon fast 10.000 Liter. Also scheint sehr ergiebig zu sein. Aber bergauf tun sich die Geräte hier auf jeden Fall richtig, richtig schwer. So. Machen wir mal wieder hoch. Fahren mal ein kleines Stück zurück hier und werden dann gleich dort ansetzen. So. Ja, die Felder sind schon echt ganz schön eng, ne? Da muss man wirklich ordentlich kurbeln und dann auch wirklich schauen, dass man die Spat dann auch ordentlich erwischt, ne? Also als Orientierung nehme ich immer quasi die goldene Mitte. Also das hier quasi. Und das sieht dann von innen Perspektive natürlich dann auch ja, ein bisschen schöner aus, wenn man fährt. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier einmal rumkommen. Müssen wir ein kleines Stück mal hochfahren. Wir versuchen es zumindest. Ne, Motorload, ihr seht es, fast 100%. Und je steiler der Berg ist, ich bin mal gespannt, ob wir gleich dann auch da hochkommen, desto schwieriger wird es hier für unseren Deutz. Ne? Der quält sich da ganz schön. So. Fahren wir mal hier wieder ab. Und dann haben wir das gleich so einigermaßen hier alles aufgesammelt. Wir werden die kleinen Fisselchen auf jeden Fall auch noch aufsammeln, weil alles, was wir in unser Lager packen können, ist dann ja auch für unsere Tiere. Und ist dann auf jeden Fall auch gut für die Futterherstellung, ne, die wir ja brauchen. Wir brauchen ja Heu, wir brauchen Stroh. Ne, unsere Felder sind jetzt soweit alle ausgesät. Das passt jetzt auch. Jetzt gucke ich nur mal, ob ich hier noch ein bisschen ranfahren kann. Damit ich hier die Reste da auch noch mitnehmen kann. Wenn ich jetzt nicht den Zaun mitnehme. Ne, das passt. Schauen wir mal. So, auf der Straße liegt auch noch ein bisschen was. Wir haben natürlich noch weitere Wiesen, die wir auch noch abfahren müssen. Da fahren wir da jetzt einmal komplett gleich mal runter und schauen uns das da mal an. So,
Gehen wir mal in die Innenperspektive. Ja, da kommen wir wohl rum. Das sollte er auf jeden Fall aufnehmen. Jetzt einmal bergab. Bergab geht es natürlich sehr schnell, ne? Da seht ihr das. Da geht auch der Motor laut runter. Der Schlupf ist natürlich dann, ja, ganz, ganz gering. So wie gar nicht. Aber sobald wir den Berg auffahren, hier mit dem vollen Ladewagen, geht es dann natürlich recht, recht schnell an die Grenzen des Motors. Und das macht ja auch diese Reha-Mod aus, ne? Das realistisch darzustellen. Und ich bin mal gespannt, wenn es da mal regnet und wenn da mal Matsch da ist, wie sich das Ganze dann verhält, ne? Das habe ich bisher auch noch nicht erlebt, aber wir werden es auf jeden Fall sehen und wir werden es hier auch im Projekt erleben. Wir werden auf jeden Fall auch ein bisschen noch was mit Holz machen, ne? Wir haben uns ja auch das Sägewerk gegönnt und auch die anderen Produktionen nochmal weiter zum Laufen bekommen. Das werden wir immer machen, wenn wir auf den Feldern nichts zu tun haben, ne? Wir haben jetzt bald wieder auch ein paar Felder zu düngen. Ja, jetzt müssen wir hier einmal die Gräser mähen und dann das Ganze zu Heu verarbeiten. Das heißt, immer dann, wenn wir nichts zu tun haben auf unseren Feldern, dann werden wir uns mit der Produktion beschäftigen. Macht ja auch Sinn, weil alles andere würde ja dann, ja, da würden wir unsere Felder verkommen lassen. Und wir müssen ja wirklich auch schauen, dass wir den höchstmöglichen Ertrag auch erzielen von unseren Feldern. Das ist ja auch immer wichtig. So, erste Wiese ist ready. Das heißt, wir können uns jetzt hier auf die zweite begeben. Da schalten wir auch mal ein. Schalten das Ganze runter und sammeln ein. Und das wird jetzt hier ganz abenteuerlich, ne? Ihr seht schon, der quält sich mal richtig hier. Oh Mann, oh Mann. Es ist ja fast wie bei SnowRunner. Mann, Mann, Mann. So. Ich glaube, das aus der Ecke, da bekomme ich gar nicht weg. Da hätte ich anders schwarten sollen. So, 83% haben wir jetzt. 84%. Das geht recht fix. Und da kriegen wir auf jeden Fall schon einiges rein. Und hier müssen wir halt aufpassen, ne? Ich glaube, da kommen wir gar nicht rum. Ne? Nee. Da ist der Zaun im Weg. Mal kurz mal zurücksetzen. Ich glaube, hier fahren wir auch nochmal ein Stück zurück. Damit wir da aber auch noch hier so ein bisschen was von hinten hier rausholen. Ja, das sollte passen. Und jetzt nochmal gerade drauf hier. Und dann können wir gleich wieder bergauf fahren. Wobei, wir sind, glaube ich, gleich schon voll, ne? So, wir sind voll. Das heißt, wir können einmal abfahren. Wenn der Motor dann aus ist von dem Ladewagen, geht es auf jeden Fall recht fixer. Ihr seht das schon. Allerdings, wenn die einzelnen Gerätschaften an sind, da kann es dann schon mal ein wenig dauern, bis wir das Ganze hier geschafft haben. So, da fahren wir jetzt mal in unser Heulager. Wir gucken mal, wie wir den Berg hochkommen. Ja, jetzt geht das schon wieder in die Knie, ne? Motorload 100%. Schlupf haben wir natürlich keinen, ne? Also 2-3%. Gerade wenn wir dann die Fahrbahn verlassen. So, sind wir oben angekommen und dann siehst du direkt die Motorlast, geht dann direkt runter, auch wenn ich vom Gas runtergehe. Die Tiere haben wir auch schon versorgt bei den letzten Folgen. Darum haben wir uns ja auch schon gekümmert und dann können wir jetzt hier das Heu ein wenig abfahren. So, das haben wir jetzt gleich soweit ready. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal hier einmal rum. Da können wir nämlich gleich wieder in die Richtung da rausfahren. So. Für alle, die sich fragen, warum das Gebäude jetzt hier steht, das steht gar nicht auf meinem Hof, das ist von der Modding-Welt, ne? Ein Gebäude. Und das habe ich hier. Ach, wo fahre ich denn lang? Das hier ist so abkippen. Ich bin auch Banane. Hier müssen wir hin.
Ach, heute bin ich irgendwie ein bisschen neben der Spur. Manchmal kennt man das. So, wir fahren mal den weg. Jetzt werden einige schreiben, ah, du bist immer neben der Spur. Manchmal ja. Und manchmal nein. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Den MB-Truck mal wegparken. So. Und hier ist noch die Abladestelle. Das ist das Heu- und Strohgebläse. Und da können wir das Ganze dann natürlich auch abkippen. So. Einmal ausladen. War jetzt wieder 25.000 Liter. Ist schon recht ordentlich, ne? So, dann fahren wir jetzt mal weiter hier. Fahren dann hier einmal raus. So. Das passt. Dann hier wieder raus. Und dann wieder runter zur Wiese. Hier rum. Hier vorne haben wir auch noch eine Wiese. Weiter unten haben wir auch noch eine. Also Heu sollten wir auf jeden Fall genug haben. Stroh haben wir meiner Meinung nach auch genug. Brauchen wir nur noch ein bisschen Silage. Da müssen wir irgendwann noch mal ein bisschen was verdichten. Hier so die kleinen Fissel werde ich auch noch wegfahren. Das werde ich dann auch noch machen. Hoch jetzt hier auf dem Berg, einmal runter, einschalten und schon quält er sich wieder hier den Berg hinauf. Mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Aber sobald es, wie gesagt, bergab geht, läuft das viel, viel besser. Hier für einen Schwachsinn gemacht habe. Weil ich fahre jetzt erstmal die andere Bahn hier ab. In der Hoffnung, dass das ein bisschen besser geht. Die sind nicht groß, die Wiesen, ne? Aber die sind halt für die Fahrzeuge halt immer schwer zu erreichen. Und gerade da die ganzen Zäune hier auch Colli haben, das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen schwieriger. Der ein oder andere schrieb auch, bau doch die Zäune aus mit dem Giants Editor. Nee, die bleiben drin, Leute. Das macht ja irgendwie schon so ein bisschen den Reiz aus. Und stellt uns da auch immer so ein bisschen vor Herausforderungen, ne? Mal mehr, mal weniger. Guck mal, sobald wir hier den Motor ausschalten, sind wir wieder schneller unterwegs, ne? Vom Ladewagen. So, jetzt schalten wir den wieder ein und dann geht's wieder im Affentempo mit einem paar km/h hier durch die Wiesen. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Das fangen wir da auch nochmal ein. Da würde ich sagen, fahren wir mal von hier oben runter. Weil das durchaus einfacher ist. Abzufahren, weil wir da mehr Schwung haben und dann den Berg runterfahren. Ne? So, fahren wir mal ein Stückchen zurück. Und setzen dann nochmal neu an. Ja, auch schon wieder fast 5.000, 6.000 Liter. Da vorne sehen wir noch die andere Wiese, die haben wir auch noch. Also zwei Wiesen sind dann noch gleich zum Abfahren. Hier müssen wir auch nochmal ein bisschen hoch, dass wir da auch nochmal ein bisschen das Feuer einsammeln. Mal zumindest auch die ganzen kleinen Fissel hier wegzubekommen. Weil verschwenden wollen wir ja nichts, ne? Wobei da hinten sieht es ein bisschen so aus, als ob wir was verschwenden würden. Auch hier vorne. Aber da kommt man halt schwer dran. Ich glaube, da muss ich mit dem Schwader nochmal ran. Weil das ist zu sehr in den Ecken drin. Das bringt uns nicht viel. Ja.
Und noch so, so ein, zwei Ecken, die wir auch nochmal abfahren müssen. Vielleicht können wir hier nochmal eine Kurve nehmen. Aber ich glaube, das nimmt er nicht ab, ne? Mann, Leute. So. Einmal Kehrtwende noch und dann werde ich noch ein bisschen Heu einsammeln. Ja, ist nichts Spektakuläres, aber ich hoffe, die Folge hat euch nichtsdestotrotz gefallen. Wenn ihr mehr Tipps habt, oder weitere Tipps, wie man das hier mit den Ecken besser hinbekommt, einfach in die Kommentare schreiben, darüber würde ich mich sehr freuen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und sage mal bis dahin. Tschüss, ciao, bye, bye. Euer Homer.